Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Bongo-Workshop bei happydrums.de. Mein Name ist Bruno Mascolo. Ja, den Groove, den ich heute mitgebracht habe, spiele ich euch erstmal mit abgedämpften Schlägen vor. Der hört sich dann folgendermaßen an. Der Handsatz. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts. Okay, die erste Variation spielen wir dann mit offenen Tönen, also Open Tones, und zwar zwischen tiefer und hoher Bongo. Ja, das hört sich dann folgendermaßen an. Etwas langsamer. Nochmal zu den offenen Ton. Ja, kann man entweder mehr mit dem Zeigefinger nur spielen oder aber auch die restlichen Finger benutzen. Ja, also mit mehreren Fingern. Dann klingt es etwas klapsiger, sage ich jetzt mal. Ja. Aber wenn ihr so einen schönen hohen wollt, dann eher so mit der Fingerkuppe am Rand. Ja? Könnt ihr natürlich dann, je nachdem wie viele Finger ihr nehmt, das so ein bisschen variieren vom Sound. Ist natürlich Geschmackssache. Gibt es kein richtig oder falsch. Wenn es euch gefällt, dann ist das der richtige Weg. Okay, kommen wir zur nächsten Variation. Da brauchen wir noch 2 bis 3 Schlagarten, und zwar einmal diese Fingerspitzenvariation von so, eigentlich kommt das meistens so in so einer Kombination Handballen, Fingerspitzen. Wir brauchen aber nur die Fingerspitzen, also so nur so tippen. Handballen liegt auf dem Fell locker auf. Das Fell ist natürlich dadurch gedämpft. Ja, dann mit der rechten Hand einfach, während die linke Hand aufliegt, hier so am Rand oder ein bisschen weiter rein. Ja, wobei wir wollen ja keine Slaps haben, sondern Tipps, Taps, wie auch immer. Ja, und dann nehmen wir das gleiche rhythmische Schema wie von eben und kombinieren das dann noch auf den Zählzeiten 2 und 4 mit einem abgedämpften Slap. Geht natürlich nur, wenn die Hand aufliegt. Ja? Also. Also es ist genau das gleiche rhythmische Schema wie von eben. Nur, dass jetzt halt noch auf den Backbeats Slaps hinzugekommen sind, anstatt einfach offene Töne. Aber auf Dauer klingt dieses Pattern natürlich ein bisschen langweilig, beziehungsweise tot, also nicht so wirklich lebendig. Hat aber diesen Effekt, wenn man dann einen Ton einbaut, dann geht dann, sage ich mal, wirklich die Sonne auf. Das hört sich dann zum Beispiel so an. Oder eine weitere Variation, ein paar Töne mehr. Eine Variation. Ja, und wenn man das so miteinander kombiniert, kann man halt das schöne Spannungsbögen erzeugen. Ja, zeige ich euch das einfach nochmal. Das war's auch schon.
Ich hoffe, der Workshop hat euch Spaß gemacht, hat euch weitergeholfen, inspiriert, was auch immer. Die Noten zu diesem Workshop könnt ihr euch kostenlos unter happydrums.de herunterladen. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.